Patrick Lange, zwischen all den Ironman-Rennen, Challenge-Rennen, welchen Stellenwert hat da für dich dieser Collins Cup an diesem Wochenende? Einen sehr gesteigerten. Nach der Absage vom Ironman Hawaii ist das natürlich so ein bisschen der Lichtblick am Horizont irgendwie gewesen, wo man auch relativ schnell den Fokus dann drauf legen konnte. Und jetzt nach ein paar Tagen hier vor Ort muss ich wirklich sagen, dass sich, glaube ich, bei allen Athleten und auch bei mir Begeisterung eingestellt hat. Und von daher der Stellenwert von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde eigentlich steigt. Normalerweise sind Jan Frodeno und Sebastian Kiehne deine größten Rivalen, zumindest was Deutschland angeht. Jetzt seid ihr zusammen in einem Team. Habt ihr schon einen Schlachtruf entwickelt? Na, das nicht direkt, aber es ist schön. Es gibt eine gute Kameradschaft, die sich da entwickelt hat. Nicht zuletzt, weil wir natürlich alle auch in diesem schönen Dress sozusagen vereint sind. Und es ist wirklich cool. Die Unterstützung zwischen den Athleten ist groß. Und das Mindset hat sich einfach ein bisschen geändert dahingehend. Ich glaube, es hängt doch mit Corona zusammen, dass man einfach lange Zeit nicht mehr Rennen machen konnte, wie man wollte. Und jeder einfach jetzt froh ist, wieder zurückzugehen und auch wieder auf die große Bühne zurückzugehen. Und das ist eben genau das, was den Collins Cup irgendwie ausmacht. Es ist die große Bühne, sie fahren das große Programm auf und das macht es so besonders. Ja. Matchdraft hat ergeben, dass du gegen Braden Curry und Matt Hansen antreten darfst. Was sagst du dazu? Ich Laufduell wäre der erste Begriff, der mir einfällt. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup. Mit Braden habe ich 2018 schon ein interessantes Laufbattle gehabt beim Ironman Hawaii, als er aus der Wechselzone rausgeschossen ist mit 3,15, 3,20er Kilometern und ich ihn dann nach ein paar Kilometern wieder einsammeln konnte. Matt Hansen ist so ein bisschen eine Wildcard gerade, weil an einem guten Tag ist er wirklich extrem stark, hat er einen Daytona gezeigt und es wird auf jeden Fall interessant. Die Taktik stellt sich relativ schnell und einfach von alleine auf. Man gibt einfach von vorne bis hinten Vollgas, weil dieses Format natürlich Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, nur drei Leute pro Heat, lässt, glaube ich, keine großen taktischen Spielereien zu. Du hast es gesagt, ihr drei seid alle sehr gute Läufer. Meinst du, dass da erst die Entscheidung fallen wird oder besteht auch die Möglichkeit, sich vorher abzusetzen? Ja, offensichtlich. Braden und ich sind wahrscheinlich die besseren Schwimmer und werden dann trotz 20-Meter-Regel natürlich versuchen, irgendwie wegzukommen und uns einen kleinen Puffer aufzubauen, falls Matt wirklich mal einen guten Tag hat. aber ja, das wäre so der Plan. Ja, alles andere wird man sehen. Wir lassen uns mal auf uns zukommen, aber auf jeden Fall von vorne bis hinten Vollgas. Euer Teamcaptain hat die Route vorgegeben. 12 Rennen, 12 Siege. Erzeugt das Druck? Ja, du kennst den Norman. Norman ist Norman und da kann er seinen alten Wettkampfgeist wieder mal rausnehmen als Teamcaptain. Nein, wir haben das auch gar nicht nötig, glaube ich. Das Ziel vom Team Europe ist zu gewinnen. Ist diese Trophy nach Hause zu holen und wir haben, glaube ich, die besten Karten dafür. Wir haben, glaube ich, auf dem Papier auf jeden Fall das stärkste Team und wir werden das auch gewinnen, ohne dass wir jeden Heat gewinnen. Drei große Rennen hast du dieses Jahr bestritten. Ich muss kurz nachgucken, das war einmal Tulsa hast du gewonnen, Gran Canaria Platz 4, dann den Thuner Triathlon mit Streckenrekord gewonnen. Wie blickst du bisher auf den Verlauf dieser Saison? Ja, eingangs der Saison ist man natürlich davon ausgegangen, dass es coronamäßig etwas entspannter läuft und im Winter haben wir alle gedacht, okay, im Sommer ist die Corona-Geschichte gegessen. Es hat sich was anderes herausgestellt. Von daher bin ich froh mit meiner Auswahl an Rennen, die ich getroffen habe und auch sehr happy mit dem Outcome. Die Richtung ist die richtige. Ich habe mich definitiv aus meinem Hänger, aus dem Tief 2019 herausgearbeitet, habe an vielen Stellschrauben richtig gedreht und bin, glaube ich, jetzt ein einfach reiferer Athlet, ein erfahrener Athlet und bin deswegen sehr froh, jetzt auch da die Leistung wieder abrufen zu können.
Ja, wir sind gespannt, was da kommt. Der Ironman Hawaii wurde in den Februar verschoben. Wie gehst du damit um und was bedeutet das für dich? Lange Radeinheiten im Winter, im Schnee oder wie gehst du mit der Sache um? Das ist jetzt die große Frage. Natürlich muss man sich jetzt erstmal auf das konzentrieren, was ansteht. Ich werde versuchen, noch frühzeitig einen Ironman zu machen, eine Langstrecke zu machen. Deswegen muss man jetzt mal schauen, wie jetzt der Collins Cup läuft und danach sich neu orientieren. Und dann, ja, es ist natürlich eine schwierige Situation. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Natürlich könnte man direkt nach Hawaii fliegen und dort 1,5 Monate Vorbereitung machen. Geht aber dann auch irgendwann ganz schön ins Geld. Asien wäre noch eine Variante. Oder halt eben auf den Kanaren Blocks trainieren. Also es stellt uns vor Herausforderungen gerade. Aber um ehrlich zu sein, haben wir uns da jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die 2 Rennen, die ich diese Saison noch machen will. Und alles Weitere kommt danach. Und unter uns, wer weiß, ob das überhaupt stattfindet im Februar. Das muss man ja wirklich ganz, ganz klar sagen. Die Grippesaison geht jetzt erst los. Und wenn du mich persönlich fragst, ich sehe die Chance 50-50, dass es überhaupt stattfindet. Okay, wenn du, da hast du recht, wenn du sagst, du suchst noch nach einem Alternativrennen jetzt für Hawaii, kannst du schon einen Tipp abgeben, wo das sein wird? Ja, also es gibt ja 2 größere Rennen dieses Jahr noch in Europa, die stattfinden werden und eins von den beiden wird es werden. Dann sind wir gespannt, welches es sein wird und wünschen viel Erfolg für Samstag. Dankeschön.